einen wunderschönen guten Morgen. Heute starten wir unsere zweite Tour. Harz, kreuz und quer. Die Susanne und ich. Unser heutiges Motto, immer dem Wasser nah. Gestartet sind wir wieder in Oderbrück. Heute bei minus 2 Grad. Und unser Ziel ist oberhalb des Rehberger Grabenhauses der Parkplatz Drei Brodesteine. Nun sind wir hier hinter dem Oderteich an der Harzer Wandernadel Stempelstelle 217. Das ist die Sonnenkappe. Der Oderteich ist zwar nicht die älteste Talsperre hier im Harz, war aber für 170 Jahre die größte. Sie wurde von 1715 bis 22 gebaut und stellte die Wasser für die Wasserräder der Andreasberger Gruben bereit. Ich glaube, das ist der Weg, Susanne. Halb links. Halb links. Links um den kleinen Granitblock rum müsste eigentlich der Weg sein. Eigentlich, ja, Granitblöcke. Ah, das sieht doch gut aus. Die Oderteich-Talsperre ist eine einmalige Konstruktion aus Granitsand und Blöcken. Das gibt es hier sonst nicht nochmal. Und die 10 Granitobelisken, die wir hier vor uns sehen, dienen als Eisbrecher, um eine Blockierung der Ausflut zu verhindern. Die Ausflut ist da drüben. Ja, 4 der Obelisken sind noch aus der damaligen Zeit. Und da hinten blicken wir auf ein kleines Häuschen, das ist das Striegelhäuschen. Der Striegel dort in dem Häuschen funktioniert ähnlich wie der Stöpsel einer Badewanne. Durch Öffnen und Schließen ist eine kontrollierte Wasserentnahme möglich. Jede Talsperre benötigt eine Anlage, die Hochwasser gefahrlos abführen kann. Die Bergleute nannten das eine Ausflut und die schauen wir uns jetzt an. Ja, hier blicken wir auf die große Ausflut. Okay, momentan ist alles trocken, kein Hochwasser. Hier blicken wir auf die luftseitige Böschung der Staumauer und auch diese ist natürlich aus Granit gefertigt. Hier unten blicken wir auf den Striegelauslauf. In dem hier beginnenden Rehberger Graben, der Lebensader des St. Andreasberger Bergbaus, fließt das Wasser, das planmäßig über den Striegel entnommen wird, nach St. Andreasberg.
Bis vor gut 100 Jahren trieb es dort die Wasserräder für den Bergbau an. Heute werden damit 7 kleinere Wasserkraftanlagen, also Turbinen, angetrieben, die elektrischen Strom erzeugen. Und wir folgen jetzt dem Rehberger Graben. Natürlich in seiner Fließrichtung. Die hier fließende Hühnerbrühe ist überschüssiges Wasser aus dem 22 Meter höher gelegenen Hühnerbrühegraben, der sein Wasser zum Oderteich leitet. Hier blicken wir auf einen sogenannten Drecksumpf. So nannten die Bergleute kleine Absatzbecken, die Schlamm und Sand vom Graben fernhalten sollten. War ja zur Zeit der Schneeschmelze und nach heftigen Regenfällen immer verstärkt Wasser geflossen ist. Hier jetzt auf dem Rehberger Grabenweg sind wir natürlich umringt von Fichtenleichen. Also hier ist definitiv alles tot. Zur Sicherung des Wasserbetriebs ist der Rehberger Graben durch große Granitsteine abgedeckt worden. Dies war notwendig, um im Winter ein Zuwehen oder Zufrieren zu verhindern. Denn das hätte dann einen Stillstand der Wasserräder bedeutet. Muss nur aufpassen, was ist da drin? Das Rehberger Grabenhaus ist als Wohnhaus des für die Überwachung des Grabens verantwortlichen Grabensteigers im Jahr 1772 gebaut worden. Das Wasser musste ständig fließen und deshalb musste immer jemand vor Ort sein. Unsere zweite Wanderung ist nun nach einem 10 Kilometer langen Teilstück entlang der Harzer Wasserwirtschaft zu Ende. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch bei unserer dritten Harzkreuz- und Querwanderung märchenhaft zur schönen Aussicht wieder mit dabei seid und verabschieden uns heute bei euch mit einem Oberharzer Bergmannslied von 1810. Glück auf, bis morgen. Tschüss.
Glück auf ihr Berg, Leut jung und alt, seid frisch und wohlgemut. Erhebet eure Stimmen bald, es wird noch werden gut. Gott hat uns einst die Gnad gegeben, dass wir vom edlen Bergwerk leben. Drum sing mit uns der ganze Hauf, Glück auf, Glück auf, Glück auf.